Hallo und willkommen zurück hier bei Create Life 4 Modpack mit mir, hier Basti am Start. Und ja, wir sind wieder hier live im Stream und gönnen uns heute das Better End. In der letzten Folge haben wir ja den Drachen niedergestreckt und ein nerviger Enderman hat uns niedergestreckt. Das war ziemlich aber egal. Das ist Vergangenheit. Heute werden wir ins Endgerüge gehen, werden uns mindestens eine Elytra suchen, am besten zwei. Die zweite brauchen wir später für das Ender Dragon Backpack. Und werden schauen, was das End noch so für uns bereithält. Natürlich werden wir uns noch die Orange Charnia mitnehmen. Die brauchen wir für die Kupferproduktion. Und dann, wenn wir das alles haben, werden wir endlich hier die Produktion so richtig auf Vordermann bringen und alles produzieren, was wir brauchen. Ich packe noch ein paar Sachen ein, pack den Chat ein und dann geht's los rüber ins End und dann schauen wir mal, was da so Schönes passiert. Viel Spaß und ja, wenn es dir gefällt, gerne Glocke drücken, abonnieren schön, kommentieren wäre auch nice und ein Like für den Algorithmus ist immer gern gesehen. In diesem Fall viel Spaß. Ja, ich habe keine Lust, aber wir brauchen es. Also von daher. Juhu! So, wir sind angekommen im Cyan-Biom und es sieht schon mal richtig nice aus. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Hoffe, dass wir nicht mit irgendwelchen komischen Monstern in Berührung kommen. Ja, ach Gott, ey. Ja, mal gucken, was auf uns sieht schon echt geil aus hier. Also allein die Bäume. Hut ab. Ich weiß nicht, wer das designt hat. Aber ich finde es einfach geil. Könnte man gerne ein bisschen so im 9, also im 1.20 End mit einbauen. Fänd ich echt geil. Okay, dieses Gras ist nicht gut. Das macht Aua. Was auch immer das ist, wir machen es weg. Wenn der Rasenmäher, Mann, das muss weg. Okay, dunkles Gras, nicht gut. Wir laufen hier rum, suchen ein oranges Biom, suchen ein End-City. Und was finden wir? Dieses wunderschöne Gebilde. Ja, wir haben einen zweiten Zugang in die Oberwelt gefunden. Super, wir müssen uns eigentlich nur reaktivieren. Wir brauchen halt dafür Endcrystals. Aber die kriegen wir ja. Also Endcrystals, glaube ich. Ansonsten, ich mache mich schlau. Wir werden das Ding reaktivieren. Es wird geil. Unser persönliches Stargate. Die Star. Nice. So, Oh, schaut euch das mal an. Das sind so kleine Stilelemente. Wirklich, das ist nichts Großes. Das sind ein paar Bücherregale in einen Baum reingesetzt, auf ein bisschen Untergrund. Und es sieht halt einfach geil aus. Ja. Oh, ich hatte gerade leichte Muffensausen, dass ich jetzt ins Void komme. Okay. So. Nach Ewigkeiten. Endlich im bekannten Thron. Gut, ich wollte eigentlich gerade anfangen zu erzählen und wir haben unsere erste End-City. Also wir sind jetzt hier wirklich schon eine Zeit unterwegs. Wir haben schon einiges eingesammelt und bin jetzt hier gerade so ein bisschen hergeportet. Dachte so, okay, jetzt quatschen mal wieder für die Videoaufnahme und dann so, ja. Ah, schön. Es sieht gut aus. Es sieht auf jeden Fall nice aus. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass wir da noch schön rüberkommen. Und da ist ein Schiff. Yes! Ah! Ja, man sollte öfter mal ein bisschen meckern und maulen. Und schon ist der RNG wieder ein bisschen auf seiner Seite.
Nice. Cyan Chania haben wir jetzt auch schon. Jetzt brauchen wir noch die Orange Chania dann. Es geht langsam bergauf. Es ist geil, es macht Spaß, es ist schön und vor allem, ich meine, klar, hier dieses End kennen wir. Ja, das ist einfach trostlos, das ist trist, das ist meh. Aber das da hinten, was wir bis jetzt gesehen haben, wunderschön. Einfach nur atemberaubend schön. Was auch immer das war. Das Geräusch hier gerade. Ich hoffe, ihr habt es auch gehört. Keine Ahnung. Ansonsten hat sich gerade meine Audioquelle verabschiedet. Das wäre natürlich mistig. Aber nö, sieht gut aus. Nice. Also, wirklich, wirklich gelungen. Die Mod ist absolut gelungen. Muss ich einfach sagen, gefällt mir sehr gut. Und jetzt gehen wir mal rüber. Aber vorher nehmen wir uns noch ein bisschen Steine mit. Blablabla. Komm, mach die Goschen auf. Silkerschale? Nö. Yay. I love it. I love it. We have it. Und was haben wir hier noch Schönes? Music Disc. Music Disc. Knockback Looting 3. Passt, können wir vielleicht kombinieren. Ne? Protection 3, Curse of Binding. Ah. Iron, brauchen wir nicht. Ich bin auch nicht der Musikdisc-Typ, ne? Diamond Knife mit Sharpness 3 und Mending. Nehme ich. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. So, wir haben eine Schurkenschale. Nehmen wir den Drachen mit? Ja, müssten wir eigentlich schon, ne? Müsste man ja eigentlich schon. Na, danke dafür. Das Obsidian nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Das können wir brauchen. Wir können endlich fliegen. Wir nehmen jetzt nicht alles mit hier, aber wir gucken mal, ob wir hier. Gott, ich bin schon lange nicht mehr geflogen, merke ich. Ein paar schöne Loots kriegen. Eisen und Gold nehmen wir immer mit. So. Das können wir alles gleich mal hier reinhauen. Zwei Schulkerschalen. Ist jetzt nicht. Also dafür, dass ich ein Looting-Schwert habe, ist das frei. Traurig. Wenn ich das mal so sagen darf. Liegt hier noch irgendwas rum, was ich nicht gesehen habe? Also für ein Looting-Schwert ist das Fall echt schlecht. Und meine Ender-Chest for free. Ich musste sie mir nicht craften. Nice. A great view from the sky. Ja, wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. So, ich wollte eigentlich nicht so tief runter, aber gut. So, da ist es interessant reinzugehen. Weil hier sind nämlich die interessanten Truhen. Ja, hier lohnt sich es immer mal reinzuschauen. Weil, ja, Baum. Nein! Das ist mega mistig. Ich wusste es. Das wird ein Scheißweg. Ich hab's übertrieben. Ich hätte einfach draußen bleiben sollen, aber nein, ich wollte ja noch mehr. Ach komm. Das wird ein langer Weg. Ja, was ist das? Ist das eine Mini-City?
Das ist ein Schiff. Okay, ihr hört aber auch diesen Sound, oder? Was ist das? Und das für ein Tower? Soll das mal ein Schiff sein? Es sollte ein Schiff sein. Ist abgestürzt? Sieht so aus, ne? Ist da dann eine Elytra versteckt? Also eine Truhe ist hier auf jeden Fall versteckt. Und die ist auch leer. Sehr schön. Ha ha ha. Wenn wir durch den Turm gehen, werden wir nicht überleben. Gehe ich hundertprozentig davon aus. Überleben wir nicht. Also lieber Sneak Attack. Schauen, dass wir da irgendwie reinkommen. Glück auf, würde ich sagen. Danke. So, einfach rein mit dem Zeug. So, Elytra habe ich an. Und tschüss.